Ihre Eltern starben in den Konzentrationslagern von Dachau und Auschwitz. Sie selbst hat das Grauen überlebt. Im Juni 1942 wurde Trude Simonsson wegen angeblichen Hochverrats verhaftet. Nach monatelanger Einzelhaft kam sie ins Ghetto Theresienstadt. Im Oktober 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Seit vielen Jahren berichtet die Sozialarbeiterin auch an Frankfurter Schulen als Zeitzeugin über die Judenverfolgung. Ich habe 1979 begonnen und dann waren die Jugendlichen, der Tenor war, wir haben die Großeltern gefragt, wir haben die Eltern gefragt und keiner will uns was sagen. Das war die erste, nicht? Dann als die nächste Generation kam, die hat dann schon etwas mehr und die heutige hat ja noch nicht einmal mehr Nazi-Großeltern. Und ich wirklich bin angenehm überrascht, wie interessiert die sind, über die Vergangenheit was zu wissen. Der Weg zur Schule eine tägliche Qual. Bereits in den ersten Jahren der NS-Diktatur waren jüdische Schüler massiven Diskriminierungen ausgesetzt. Bevor ihnen der Besuch deutscher Schulen 1938 dann ganz verboten wurde. Von der Ausgrenzung im Schulalltag der 30er Jahre berichteten vor einem Vierteljahrhundert ehemalige Frankfurter Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus aller Welt in Briefwechseln mit Frankfurter Schülern. Dieses Buch ist entstanden aus einer Initiative von Schülern und Schülerinnen der Holbein-Schule in Sachsenhausen, die 1600 jüdische Emigranten angeschrieben haben und über ihre Schulzeit befragt haben und über 100 haben damals geantwortet und daraus ist dieses Buch entstanden und das ist eben der Zusammenhang, dass heute diese Erinnerungen besonders wichtig sind. Viele von denen, die damals geschrieben haben, sind heute nicht mehr am Leben und umso wichtiger erschien es uns, dieses Buch neu herauszugeben. Die Berichte bleiben dann nicht bei der Schulzeit stehen. Es wird deutlich, dass der Weg häufig in den Konzentrationslagern von Buchenwald oder Auschwitz endete. 1300 Kinder und Jugendliche aus Frankfurt wurden von den Nazis ermordet. Aufklärung über die im Dritten Reich begangenen Verbrechen ist auch für den Oberbürgermeister heute wichtiger denn je. Wir haben etwas zu verteidigen, wir haben etwas erkämpft, was uns ein Stück weit immunisiert gegenüber Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, auch Antisemitismus. Und das muss aber gepflegt werden. Das kommt nicht von alleine. Das ist nichts, was einfach von oben runterregnet, sondern es ist eine Alltagsaufgabe, wo das Erinnern in der Alltagspraxis, gerade in Schulen, in Kindergärten, einen Teil auch der Herzen erreichen muss. Die Vorstellung der Neuauflage des Buches war Teil einer ganzen Reihe universitärer Veranstaltungen zum Gedenken an die Befreiung Auschwitz am 27. Januar 1945. Als erste Hochschule Deutschlands rief die Goethe-Uni Lehrkräfte und Studierende auf, diesen Tag zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust zu nutzen. Ein Anliegen, das auch Trude Simonsson nach Kräften unterstützt. Wenn man überlebt hat und darüber reden kann, dann ist man den Toten schuldig, für die zu reden, die nichts mehr sagen können.